Der EU-Sozialgipfel in Porto ist mit Gesprächen über die Corona-Krise und einem Schulterschluss mit Indien beendet worden. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte, der Vertrag mit BioNTech/Pfizer über bis zu 1,6 Milliarden Dosen Impfstoff sei in trockenen Tüchern. Und ich freue mich, berichten zu können, dass die rechtlichen und technischen Arbeiten an der EU-Reisebescheinigung, dem Impfausweis, auf dem richtigen Weg sind, sodass das System im Juni einsatzbereit sein wird. Indien, das mit einem explosionsartigen Anstieg von Covid-19-Todesfällen und einem Kollaps des Gesundheitssystems konfrontiert ist, sagte die Europäische Union Unterstützung zu. Die EU steht in dieser kritischen Zeit in voller Solidarität zu Indien. Wir haben bereits Hilfsmechanismen aktiviert und sind bereit, weitere Unterstützung zu leisten. Dem Vorstoß der USA zur Freigabe von Impfstoffpatenten steht die EU skeptisch gegenüber. Sie wirbt daher alternativ um eine rasche Aufhebung von Exportbeschränkungen.